POV, deine Hochzeit wird zum Oktoberfest. Die Wiesen in München waren nicht immer ein Volksfest. Alles beginnt am 17. Oktober 1810. Der zukünftige König Ludwig I. heiratet Therese von Sachsen-Hildburghausen. Zur Feier gibt es ein großes Pferderennen. In München ist man begeistert und die Sause soll von nun an jedes Jahr stattfinden. Das Oktoberfest ist geboren. 1872, gut 60 Jahre später, wird das Oktoberfest wegen schlechten Wetters auf den September verlegt. Das wird zur Tradition bis heute. Den Namen Septemberfest bekommt es deshalb aber nicht. In den nächsten Jahrzehnten wächst das Fest immer weiter und neue Attraktionen kommen hinzu. 1880 wird das erste Mal Bier ausgeschenkt. Da gibt es das Fest bereits 70 Jahre. Über 200 Jahre später ist das Oktoberfest ein kommerzielles Mega-Event und das größte Volksfest weltweit. Etwa 6 Millionen Menschen besuchen es jedes Jahr.